du hast deine Schrift für dein Logo und möchtest es nur zur Druckerei geben. Jetzt hast du es aber nicht als Vektorgrafik vorliegen. Und heute zeige ich dir mal, wie es geht. Also komm mit mir mit. Wir switchen gleich auf meinem Bildschirm rum und dann zeige ich dir, wie es geht. Ich habe hier schon mal ein Logo vorbereitet mit verschiedenen Schriftarten, wie du siehst. Und zwar sieht man hier an der Seite einmal die zwei Schriften und hier die Ellipse ist der Kreis. Ich blende es mal kurz mal aus und wieder ein. Genauso wie der Hintergrund ist hier bereits vorgefertigt. Also bei dir in Photoshop müsstest du dann zwei Schriftarten haben und einen Kreis. Manchmal geht auch ein Strich, könntest du zum Beispiel auch realisieren. Ist auch kein Thema. Und jetzt ist eben die Frage, wie tust du dies nun in eine Vektorgrafik umwandeln? Und das geht ganz einfach. Du markierst die zwei Texte, hältst dabei die Shift-Taste gedrückt und wählst dann mit der rechten Maustaste aus in Form umwandeln. Was ist jetzt genau der Unterschied? Vektorgrafiken sind Pfade. Und wenn du aber mit Photoshop arbeitest, arbeitest du nicht mit Pfaden, sondern mit einfach wie einem Pinsel. Wenn du jetzt auf ein Blatt Papier malst, mit einem Pinsel kannst du es nicht mehr ändern. Du hast es einmal gemalt und das war's. Wenn du jetzt aber eine Vektorgrafik hast, ist es viel besser, denn da ist jedes einzelne im Punkt. Das heißt, du hast halt zum Beispiel ein S oder einen Pinselstrich und dieser Pinselstrich besteht aus Punkten. Du sagst dem Computer so ungefähr, dieser Punkt ist auf dieser Höhe, dieser Punkt ist auf dieser Höhe. Und aufgrund dessen kann dann der Computer das ausrechnen. Deswegen ist es mit Vektorgrafiken auch möglich, die ganzen Objekte größer zu ziehen. Das heißt, du kannst es ganz klein machen für dein Favicon auf deiner Homepage oder ganz groß auf einer Hauswand. Also das sind die guten Vorteile einer Vektorgrafik. Und das Beste daran ist auch noch, dass es nicht einmal an Qualität sich ändert. Wenn du jetzt eine Photoshop-Datei hast, dann tust du einen Pinsel malen wie auf einem normalen A4-Blatt und du kannst es nicht vergrößern. Oder wenn du es vergrößerst, wird die Datei schlechter. Also du siehst das Bild, es wird immer kriseliger und schlechter. Bei einer Vektorgrafik ist es, da kannst du es wirklich hoch und runter ziehen, wie du willst und da bleibt die Qualität immer gut da. Warum wir das jetzt so machen, dass wir eine Schriftart in eine Vektorgrafik umändern, ist, dass die Druckerei zwar viele Schriftarten vorliegen hat, aber vielleicht nicht deine ganz bestimmte. Und damit die das dann auch hernehmen können für dein Logo, brauchen sie natürlich auch irgendwelche Informationen. Die können sich ja nicht wahllos irgendwelche Schriftarten immer runterladen. Vor allem kostet es immer extra und sie brauchen extra Berechtigung. Und deswegen ist es gut, wenn du deine Schriftart einfach in eine Vektorgrafik umänderst. Jetzt gehen wir aber wieder zurück auf den Bildschirm, dann zeige ich dir, wie du es noch abspeichern kannst, um es dann zur Druckerei zu schicken. Wir können die Datei jetzt nicht einfach nur mit Speichern unter speichern, weil dann würde er uns das ganze Blatt speichern und das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen ja nur diesen Bereich als Vektorgrafik. Wir sehen auch, dass wenn es eine Vektorgrafik ist, dass es diese drei Kästchen hat. Wie kann man das nur markieren, dass wir auch gleich alle drei haben? Und zwar, wenn du jetzt in dein Photoshop reingehst, eins anklickst und Shift gehalten hast, kannst du ganz oben hinklicken und dann markiert er die dazwischen. Wenn du die dazwischen gar nicht haben möchtest, dann machst du es einfach so und blendest es mit dem Auge aus. Das geht ganz schnell und ganz einfach. So, und jetzt sagen wir, gut, Datei, exportieren, aber diesmal gehen wir nicht auf exportieren als, sondern auf Pfad in Illustrator umwandeln. Jetzt haben wir noch ein gesondertes Kästchen. So, das muss ich bloß kurz rüberziehen, weil es bei mir sonst nicht auf dem Bildschirm ist, weil ich mit zwei Bildschirmen arbeite. Jetzt wählen wir mir bei Pfade die Ellipse aus. Die Ellipse war ja der Kreis, wenn wir uns daran erinnern. Jetzt möchte ich aber nicht nur den Kreis haben, ich möchte auch nicht nur die zwei Schriften haben, sondern ich möchte ja alles haben, weil das ja mein gesamtes Logo ist, was ich zur Druckerei schicken möchte. Also wähle ich alle Pfade aus, drücke OK. Dann sagt er mir natürlich, wo will ich speichern. Ich hätte das jetzt einfach mit Logo Test ab. Speichers. Jetzt rufe ich mir noch den Ordner auf, der taucht bloß wieder auf einem anderen Bildschirm auf. Und jetzt sieht man hier Logo test.ae. Wenn ich jetzt das doppelklicke,
zeigt er mir, will ich alle Zeichenflächen haben und Schnittbereiche? Dann sage ich natürlich, ja klar, will ich alles haben. Drück auf OK. Und schon sieht man nichts, wie du siehst, nichts, gell? Man denkt dann immer so, oh nein, jetzt habe ich natürlich nichts abgespeichert. Aber wenn du jetzt diesen schwarzen Pfeil klickst, sieht man, ah, da ist ja mein Logo. Mein Logo hat jetzt sämtliche Informationen erhalten, außer die Farbe. In Photoshop kannst du zwar die Datei als Vektorgrafik abspeichern, aber er tut die Farben nicht hinterlegen. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten, wie du es machst. Du tust es dir einmal erstellen in Photoshop und sagst, okay, druckst es dir aus, so soll es ausschauen und schreibst dir die Farben mit den Hexadaten raus oder mit RGB-Farben, wie du es möchtest. Oder du schreibst es einfach dazu. Wenn du zum Beispiel nur eine Schriftart hast, ein Namen, so wie Sandra Bredmann, und der wird nur in Blau sein und du hast eine bestimmte Farbe, dann reicht natürlich auch, dass du es nur dazu schreibst, bitte alles in Blau oder alles in Weiß oder alles in Schwarz machen. Da weiß dann die Druckerei auch Bescheid, genau. Und das ist eben einfach nur ein kleiner Nachteil, aber ich denke, das kann dann die Druckerei auch im Nachgang noch hineinziehen. Hauptsache, sie haben die Vektorpfade, wie eben das Logo erscheinen soll. Und wenn ich jetzt in Illustrator sehen will, ob das richtig gemacht ist, schaue ich erstmal, dass ich mir den Rand ausmarkiere, tue es einfach mal schwarz machen und dann sehe ich, aha, so sieht eben mein Logo aus, wenn ich es zur Druckerei geben würde. Und das, was eben schwarz ist, so wird es gedruckt. Und je nachdem, wie meine Aussage ist, macht es dann eben die Druckerei. Genau, das ist jetzt einmal mit Photoshop. Hast du aber Illustrator vorliegen, dann geht es natürlich noch viel einfacher und viel schneller. Hast du also Illustrator, dann bleib dran oder abonniere mich am besten, dann verpasst du auch nichts Neues. Unten in den Kommentaren kannst du mir auch gerne Fragen hinterlassen oder wenn du andere Themen dir wünschst. Und ansonsten hab jetzt noch viel Spaß. Bis bald.